Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns einen DIY-Adventskalender an und zwar kommt der vom Kosmetikkaufhaus. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das hier ist jetzt der Kosmetikkaufhaus-Adventskalender Do-It-Yourself Beauty Edition. Ich habe dafür 59,95 bezahlt und man soll ihn sich dann selber zusammenbasteln können. Ich glaube, dass hier keine Säckchen oder so mit drin enthalten sind. Also ist ja in dem Sinne dann ja auch zu vergleichen mit dem Parfüm.de Adventskalender und so, den ich ja auch schon hier ausgepackt habe. Ne? Und der Wurm Adventskalender, hat der nicht auch 59,95 gekostet? Ist der überhaupt schon online? Man weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber ich bin mal gespannt, was wir hier jetzt drin finden werden. Er fühlt sich vom Gewicht her auf jeden Fall ganz angenehm an. Und da muss man sich halt dann wahrscheinlich einfach nur so eine Girlande selber organisieren. Wir haben hier in Seidenpapier eingeschlagen die Produkte. Und ich denke, dass ich das jetzt einfach mal so sortieren werde, wie ich theoretisch den Adventskalender befüllen würde. Ich glaube, das ist cool, oder? Ey Leute, das war jetzt gar nicht mal so leicht, weil wir haben so viele Gesichtscremes hier drin. Ich habe jetzt versucht, so ein bisschen Abwechslung auch reinzubringen. Mal gucken, ob mir das irgendwie halbwegs gelungen ist. Ich glaube, manchmal wird es schwierig. Egal, wir starten einfach mal mit hier der Biodroga Golden Caviar 24 Stunden Pflege. Da sind 15 Gramm drin enthalten. Ich habe mir gedacht, so zum 1. Dezember dieses Edelsprach der Wedel direkt anzufangen in einem Adventskalender, ist schon cool, oder? Dann kommt als nächstes ein Toner. Und zwar von Dr. Barbour. Da haben wir einige Produkte in diesem Adventskalender. Refine Rebalancing Liquid und da sind 30 Milliliter drin. Und das ist ein Gesichtstoner. Gesichtstoner finde ich super, super gut. Die gleichen auch alles so ein bisschen aus, sodass man da halt auch einfach die Möglichkeit hat, dass Wirkstoffe tiefer in eine Haut eindringen können. Und deswegen habe ich mir gedacht, am 3. Dezember bekommt man dann auch direkt ein Tool mit dabei, von Dauphin, das ist dieses hier. Da haben wir nämlich ein Pad drin enthalten. Und das kannst du entweder natürlich zum Abschminken nehmen oder natürlich, um damit deinen Toner aufzutragen. Das mache ich auch ab und an mal ganz gerne. Und das ist ein sehr schönes, hochwertiges Pad. Ich glaube, dass das eine schöne Sache sein könnte, ne? Deswegen kommt das in diesem Adventskalender für mich in die Nummer 3. Am 4. Dezember geht es schon weiter mit einer Creme und da haben wir von NYX, das ist eine französische Marke, Merveillance Lift Glow, also eine Firming Radiance Cream, die Falten korrigieren möchte und einen gesunden Glow hinterlassen wird. 15 Milliliter haben wir hier drin enthalten, also sowas würde ich dann eher morgens verwenden, weil ich glaube, dass da dann auch optische Schimmerpigmente mit drin sind. Das macht dann nicht so viel Sinn, wenn das dann auf dem Kopfkissen landet. Am 5. Dezember habe ich mir gedacht, so ein bisschen Haarpflege ist doch auch eine schöne Sache. Da kommt auch NYX wieder ins Spiel, also da begegnet uns NYX auch noch ein paar Mal öfter hier. Das Huile Prodigieuse ist das, das ist 10 Milliliter von so einem Öl, ja so ein Trockenöl, das kannst du für den Körper verwenden, für die Haare, fürs Gesicht, ne? Also ein ganz, ganz tolles und sehr pflegendes Öl. Bei den Haaren muss man ein bisschen aufpassen, weil das halt natürlich auch sehr schnell fettig aussehen kann. Dann habe ich mir gedacht, okay, 6. Dezember, da darf es ein bisschen was Besonderes sein. Ich kenne die Marke jetzt nicht. Grandios Mia steht hier drauf. Das ist ein Eau de Parfum mit 50 Millilitern. Passt definitiv in die Nummer 6 rein. Schaut so aus. Der Flakon ist wirklich sehr, sehr hübsch. Also hätte man vielleicht auch eine 24 machen können. War ich mir jetzt nicht so sicher. Das riecht sehr schwer und ich würde sagen altbacken. Also meins wäre es jetzt nicht unbedingt, um ehrlich zu sein. Dann gehen wir mal zum 7. Dezember weiter. Das ist Decléor. Hier sind wir wieder mit den Gesichtscremes unterwegs. Mandarine passt natürlich zu der ganzen Zeit mit, ja, man isst Mandarinen, ne, in der Weihnachtszeit. Vitamin Glow Cream, auch wieder Glow, das habe ich ein bisschen blöd gemacht, aber egal. 98% sind natürliche Inhaltsstoffe und ja, da sind 15 Milliliter drin. Also noch mehr Glow, noch mehr Pflege, noch mehr Liebe fürs Gesicht. Die Nummer 8 darf machen, das ist Krach, das wissen wir alle, deswegen habe ich hier auch eine Augencreme reingemacht. Die ist von Dr. Barbour, Lifting Eye Cream Day. Und da sind 7 Milliliter drin. Wie gesagt, Dr. Barbour ist hier in meiner Version sehr, sehr häufig vertreten. Dann habe ich von Isabelle Lancret,
Das ist Isabelle Lancret. Ja, das ist eine französische Marke. Sensibia Dermazen, eine Balancing Protection Cream. 30 ml ausgleichend harmonisierende Tagespflege mit Lichtschutzfilter für die stressirritierte und empfindliche Haut haben wir hier drin. Das ist schon eine relativ große Größe, ne? Also kannst du gut was mit anfangen hier. Das ist dann die Nummer 9 und da dürfen wir uns dann halt über weitere Gesichtspflege freuen. Wow. In der Nummer 10 wird es mit Biodroga weitergehen. Special Care Firming Lip Treatment. Einfach mal ein bisschen Pflege für die Lippen zwischendrin finde ich auch ganz gut. Und durch die ganze trockene Winterhaut sind auch die Lippen natürlich etwas angegriffen. Und da ist auch eine Lippenpflege in einem Adventskalender echt immer willkommen, finde ich. Ne? Schaut so aus, ist halt so ein Typchen. Und deswegen glaube ich, dass die auch in der 11 ganz gut aufgehoben ist. Nee, das ist die 10. Die 10. Jetzt kommen wir zur 11. Da haben wir was von Dr. Grandel nämlich jetzt hier drin. Beauty Gen Renew 2 hoch 2 Velvet Touch verjüngt die trockene Haut 10 ml. Ich glaube, dass das ein Serum ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Aktiviert das Schönheitsgen der Haut, schützt die kollagenen Fasern und sorgt für bessere Elastizität. Und morgens und abends nach der Reinigung auf die Haut auftragen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass es wohl ein Serum sein wird. So, jetzt sind wir am 12. Dezember und das ist halt auch so die Halbzeit. Da darf es gerne auch ein bisschen was Besonderes sein. Und ich glaube, dass dieses Produkt auch recht hochpreisig ist von Dr. Barbour Hydro Hyaluron Cream. 15 ml sind hier drin. Also eine von den Gesichtscremes, wo ich jetzt vermutet habe, dass sie preislich doch ganz weit oben liegen werden. Ja, gehen wir weiter zur zweiten Halbzeit. Das startet hier mit Sans Souci. Das ist ein Baden-Baden-Thermalspray, was energetisieren soll. Ohne Konservierungsstoffe, 50 ml sind hier drin enthalten. Ideal geeignet bei müden Beinen, in der Schwangerschaft, wenn man im Hochsommer-Adventskalender Unboxings dreht mit Weihnachtsmütze auf der Birne. Und sehr, sehr cool. Oder auch, wenn du so eine problematische Neurodermitis-Haut hast oder so. Die Nummer 14 ist natürlich eine Gesichtscreme und zwar ist es die Firming Powdery Cream Wrinkle Correction mit 15 ml. Auch hier von NYX, die Malveillance Lift. Das andere war ja die Malveillance auch Lift, aber die Glow-Reihe dann quasi davon. Die kannst du wahrscheinlich dann auch abends ganz gut verwenden, weil die halt nicht glowen wird. Ja, als nächstes gehen wir wieder so ein bisschen in den Bereich der Haare. Da habe ich auch ein Tool hier am Start, beziehungsweise Scrunchies. Auch von Dauphin. Huch, da kommt mir hier auch direkt so ein Säckchen entgegen. Ja, da haben wir zwei Scrunchies drin enthalten und so schaut das aus. Und ich habe mir gedacht, so zwei Haarprodukte können wir ganz gut in der Nummer 15 gebrauchen. Ja, und schöne Farben, muss ich wirklich sagen. Also sehr schön pastellig. Am 16. Dezember darf es natürlich wieder ein bisschen was an Gesichtscreme geben. Da haben wir Retinol am Start, was natürlich traumhafter Inhaltsstoff ist. Also ich mag sehr, sehr gerne Retinol. Hier sind 7 Kapseln drin. Ey, sag bloß, das hier ist... Oh, ich glaube, das ist gar keine Creme. Wie aufregend. Möglicherweise haben wir hier nämlich... ein Serum, das habe ich gar nicht so intensiv gelesen tatsächlich. Ja, guck mal, das ist ja cool. Ja, nee, das ist natürlich schön, das freut mich tatsächlich, dass wir halt mal nicht hier eine Creme drin haben. Weil da kommen gleich noch ein paar weitere. Und Retinol empfehle ich halt so einmal pro Woche oder zweimal pro Woche, ne? Erstmal vorsichtig damit anfangen. Dauphin ist, glaube ich, von der Marke her so Richtung tatsächlich Parfümerie oder Apotheke, ne? Okay, dann habe ich das jetzt blöd sortiert, weil als nächstes habe ich jetzt hier eine Ampulle drin von Barbour. Hätte ich dann anders packen sollen. Perfect Glow habe ich hier. Radiance and Flawless soll diese Ampulle machen. Die hat auch, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so ein bisschen Schimmer auch mit dabei, ne? Also das ist eine Ampulle von Barbour. Und da Wirkstoffkonzentrat, ich glaube 2 ml sind in einer Ampulle drin, kannst du aber sicherlich auf 2-3 Anwendungen aufteilen. Dann habe ich mir gedacht, geht man vielleicht so langsam dazu über, auch zu dekorieren und so. Da kommt eine Handcreme ganz gut. Da kommt auch Barbour wieder ins Spiel. Spa Shaping Hand Cream habe ich hier mit 30 ml in dem Adventskalender drin. Finde ich sehr praktisch. Also auch in so einem Beauty-Adventskalender kann ich mir gut vorstellen, dass so eine Handcreme ganz gut ankommen könnte. Als nächstes Produkt habe ich hier von LBC Paris. Das sagt mir nicht so viel. Original Hydrogel. Das ist ein Feuchtigkeitsgel mit 10 ml. Ich weiß nicht, ob das für den Körper oder fürs Gesicht ist. Das steht jetzt nämlich hier so nicht mit drauf. Da ist relativ wenig generell drauf zu finden.
Ich habe mir gedacht, komm, vielleicht ist es fürs Gesicht gedacht, dann ist es hier ganz gut aufgehoben. Wir sind jetzt in der Weihnachtswoche und da habe ich mir gedacht, kann man sich ja auch ein bisschen intensiver noch mit der Hautpflege befassen, sodass man sich da vielleicht auch ein Peeling gönnt und vielleicht auch eine Maske und so. Deswegen geht es jetzt am 18. Dezember mit dem Dr. Barbour Refine Enzym Peeling Balm weiter. 20 ml sind hier drin. Sowas kannst du dir auf dein Gesicht geben, dann für eine Minute oder so einwirken lassen und dann runterwaschen, ne? Ein- bis zweimal pro Woche verwenden und sowas kannst du auch ganzjährig verwenden. Also bei Retinol und chemischen Peelings ist das ein bisschen was anderes, aber bei Enzympeelings kannst du das wirklich ganzjährig verwenden. Dann habe ich von Darphin ein Stimule Skin Plus drin, und zwar ist es eine Creme, die regenerieren soll. Und da haben wir 5 ml drin, die soll weichzeichnen, liften und definieren. Also schaut meiner Meinung nach halt auch wirklich recht hochwertig aus. Fühlt sich auch sehr schwer an, mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Und das ist ein schönes Produkt für den Endspurt auch so ein bisschen, ne? So, hier 3, 2, 1. Am 20. Dezember habe ich dann jetzt hier eine Maske drin. Und zwar die CNC Biozellulose Maske mit Hyaluron und Aloe Vera. Das kann man sehr, sehr gut gebrauchen. 15 bis 20 Minuten kannst du die wohl drauf lassen. Und dann hast du hier auf jeden Fall eine schöne feuchtigkeitsspendende Geschichte. Ich denke, dass da viele sich auch drüber freuen werden. Biologisch abbaubar steht hier sogar drauf. Das ist natürlich auch nett, ne? Cool. So, kommen wir zum 21. Dezember. Da habe ich von Fyris eine Rekontur-Cream, also die strafft und regeneriert drin. Mit 10 ml habe ich hier und das ist dann die dritte Phase, steht hier hinten. Clean Somi Care. Ja, und das ist halt Pflege. Macht ja auch Sinn, ne? Ach, für die Augenkontur. Das ist ja auch cool. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ja, sehr passend. Dann habe ich hier eine Augenkontur-Creme drin. Ist das wirklich Augenkontur? Statt hier eben gerade irgendwas, ne? Lifting der Augenkontur. Nein, hier steht, dass du apply a hazelnut-sized amount to face naked décolleté. Nee, das ist eine normale Creme. Okay, die kommt ja auch in der Tube daher, schaut so aus und ist dann halt auch nochmal für den Straffungsprozess der Haut zuständig und bereitet dann unser Gesicht auch hoffentlich ganz toll auf Weihnachten vor. Denn am 22. Dezember habe ich mir gedacht, es ist nicht viel dekorative Kosmetik drin enthalten in diesem Adventskalender, nämlich dieses Produkt. Und das ist von Malu Wills, ein Lippenstift, den wollte ich dann hier einfach mit reingeben. 3,5 Gramm sind hier drin, Lip Diamond. Also ja, so heißt die Farbe, ne? Schaut einmal so aus. Und das dann halt 2 Tage vor Heiligabend, finde ich jetzt auch ganz schön. Und Leute, guckt euch an, wie wunderschön dieser Lippenstift ist. Das hätte ich von einer Naturkosmetikmarke wie Malu Wills nicht erwartet, so ein Produkt rauszubringen. Also, sieht man das? Ich weiß es nicht, ob das irgendwie eingefangen wird, ne? Dieses Glitzer und Schimmer ist der Wahnsinn, wie wunderschön das aussieht, ne? Richtig cool. Hätte man fast schon in eine 24 packen können, aber da habe ich gleich was anderes. Am 23. Dezember habe ich mir auch gedacht, komm, jetzt nochmal so eine richtig krasse feuchtigkeitsspendende Glow-Creme von einer krassen Marke wie Dr. Barbour mit 15 Gramm, 15 Millilitern. Ist, glaube ich, echt der Burner, ne? Da freut man sich safe drüber. Deswegen das als Nummer 23. Hat aber auch schon einen krassen Wert, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Sehr, sehr schwer. Da haben wir auch so ein Glastiegel mit drin. Kann ich jetzt gerade nicht aufmachen. Ja, und dann Finale. Ich persönlich glaube, dass das auch ganz gut in der 24 passt, denn da habe ich jetzt reingepackt von Barbour die Ampullenkonzentrate, Hydra Plus, Multivitamin und Lift Express. Das sind 3 Ampullen und das dann als Heiligabend geschenkt. Ist doch eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, das wäre jetzt so meine Aufteilung. Und so habt ihr auch den Inhalt des Adventskalenders gesehen. Ihr könnt mir super gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Aufteilung auch so vorgenommen hättet und wie ihr generell den Adventskalender findet. Meine Meinung. Es sind viel zu viele Cremes. Viel zu viele Cremes. Was soll das denn? Es gibt so viele andere Schritte der Gesichtspflege und so viele andere Möglichkeiten. Natürlich haben wir dadurch dann weniger Füllprodukte wahrscheinlich auch mit drin, aber es sind mir persönlich zu viele Cremes. Ne? 8 Gesichtscremes. Hier weiß ich nicht, ob das eine Creme ist oder nicht. Ja, lasst mich aber wie gesagt auch gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Ich finde den jetzt nicht so grandios wie die anderen Adventskalender, die ich hier ausgepackt habe. Aber es ist hier auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes, also schon andere Marken auch drin enthalten, ne?
Und das wäre es hier auch schon von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.